So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Song of Horror. Wir haben ja schon eine ganze Weile nicht mehr weitergespielt gehabt. Und ich hoffe, es hakt nicht. Ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir weitergemacht haben oder was wir gemacht haben. Schau dir dieses Puppenhaus an. Es ist fantastisch. Ich glaube, das haben wir alle schon angeguckt. Ich muss erst wieder mal ein bisschen hier reinfinden, ne? Ich glaube, dass wir müssen ja Puppen finden. Ich weiß halt nur noch nicht. Was wir jetzt machen müssen. Also wo wir stehen geblieben sind. Aber wir werden es herausfinden, auf jeden Fall. Oh ne, nicht schon wieder. Ich kann nicht lang gehen, ich werde mich... Was? Also ich werde mich diesem Mittel nicht nähern, okay. Ist da eine Tür gewesen? Nee. Da war keine Tür. Da war auf jeden Fall keine Tür, Leute. Wir müssen auf jeden Fall noch in den Safe rein. Ich weiß gerade nur noch nicht. Wann wäre die Steuerung? Ah ja, okay. Spielzimmer, WC, Küche. Was ist denn das hier? Eine schöne Landschaft, bla bla bla. Eine Fernbedienung. Okay. Na da. Bla bla bla. Ich glaube, da waren wir auch schon überall, ne? Ein Garage. Also, ist das Garagentor? Ich denke, der Ring könnte hier tatsächlich passen. Anzukleben. Jetzt brauche ich Kleber. Ich brauche Kleber, Leute. Och, leck mir am Arsch, ey. Lauf, Bruder! Lauf! Lauf! War das die richtige Tür? Ja. Ja, dann geh rein, du Heinz. Meine Fresse, Leute. Ach du Scheiße. Und. Zack, zack. What the heck? Krass! Wir haben es geschafft. Ein erneutes Mal haben wir es geschafft, das zu meistern. Das letzte Mal haben wir es nicht so gut hingekriegt. Ne? Alter Schwede, ey. Kack dir nicht ins Hemd, meine Fresse. Ein Tor, ein Tor, ein Tor. Automatisches Tor. Kann ja nur unten in der Garage sein. Da, wo wir vorhin waren. Müsste ja. Ah, ne, das war nicht. Leute, ich bin verwirrt. Hä? Ah ja, meine Fresse. Ja. Ja, Leute. Vergesst es einfach wieder. Falsch.
ins Bad wollte ich nicht. Und wir haben sogar eine Silhouette im Spiegel. So. Geh mal rein, gucke mal. Brauchen bestimmt Batterien, oder? Die Koffer haben wir uns schon angeguckt. Fernbedienung. Ich wusste es. Batterieklemmkabel, Einsatz. Handelsübliche Batterieklemm. Okay. Ich hoffe, ich habe mehr Glück damit als Hascher. Ich glaube kaum, dass der das probiert hat, oder? Haschers Auto, die Batterie muss leer sein. Oh, warum ist es noch hier? Hascher hat eine Mappe in seinem Auto gelassen. Ach du Kacke. Los, greif mal rein. Ja, na klar, Bruder. Es sind mehrere Papiere drin und benutzen. Los, komm schon, Bruder. Das Auto hat eine Lederpolsterung. Ernsthaft? Ach so, Hascher, voll Idiot. Ist ja der Typ, der verschwunden ist, ja. Stimmt ja. Kann ich auch in den Garten gehen? Hallo, mein Garten. Was macht ihr so? Albert liebt es, wenn im Hof gegrillt. Was? Wenn wir im Hof grillen, Leute. Lesen, lesen, ja. Ja, ja. Leute, einfach nicht darauf achten, was ich hier von mir gebe. Wir erkunden mal den schönen Garten. Oh, was ist denn das hier? Eine Schaufel. Ich muss ihm jetzt nicht tiefer nachgehen. Doch, na klar musst du das. Nein, 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 nicht aufmachen. Oh. Nobody's in there. Das wird hier nicht klappen. Gut, dann haben wir jetzt noch eine Tür gefunden. Okay. Ich habe gedacht, wir finden hier irgendwas Nützliches. Eine Schaukel. Fußball. Wuff, wuff, wuff. Wozu soll ich denn dieses komische Ab... dieses Klemmkabel verwenden? Weiß ich ja nicht. Gibt's hier irgend noch was? Hey, Schlitzschraubenzieher? Wir haben doch schon einen Schlitzschraubenzieher gefunden, oder? Jetzt ist halt nur die nächste Frage. Was wollen wir mit diesem komischen Kabel? Hallo? Gut, keiner da. Mach auf die Tür. Nein. Ah, das ist bestimmt die Tür. Das Rätsel müssen wir auch noch lösen. Vom Keller. Los, los, los. Immer schön die Treppe runter. Wein, Wein. Also ich glaube, wir haben ja nichts mehr. Ah ja, das habe ich hingelegt. Die Nummer unserer Hausanschrift. Source Alter, der 7 und
das Jahrzehnt und Jahr, in dem das Gemälde oben direkt neben der Treppe gemalt wurde. Also, staubige Notizen. Nee, das wollte ich nicht. Haben wir dann Notizordner? Ah, hier steht die Hausanschrift. Betrachten, benutzen, ich will angucken. Ah, hier rechts steht's. Thomas Hascher, Thomas Straße 4. Also die Nummer 4, ja, plus 7. Das sind 12. Die Frage ist jetzt nur. No. Welches Gemälde? Das Jahr und das Jahrzehnt, ja. Ich glaube, das ist das Gemälde, was abgehängt wurde an der Treppe oben. Und immer noch die Frage, was wir jetzt mit diesem komischen abgeklemmten, mit diesem Kabel machen sollen. Das ist jetzt halt auch die nächste Frage, ne? Ah! Ja, Bruder, ich grüß dich. Ich hab Angst, Gork. Jetzt hab ich mal fast in die Hosen geschissen, aber weißt du wie? Ich will nichts kaufen. Ich will nichts kaufen. Nein, nein. Nein, 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 nein. Die Frage ist nur. Was muss ich jetzt wirklich mit? Oh, nicht schon wieder. Geh nein, da du Heinz. Oh fuck. Was, ich muss raus? Geh raus, los! Oh, it finally stopped. Oh. Ruhig, Bruder, ganz ruhig. Es wird wieder. Irgendwann. Irgendwann. Ja, irgendwann. Tritt mir da durch da. Also ich wäre schon längst aus dem Haus raus und hätte gesagt, ja Bruder, ist mir wurscht, ich rechte mein Leben. Oh, hier liegt ein Zettel. Lieber Sebastian, ich wollte dir mitteilen, dass ich eine dringende benötigte Auszeit nehmen werde und mein Geschäft daher ab morgen geschlossen sein wird. Ich wollte, dass du das von mir erfährst und nicht über ein Schild. Ich glaube, das haben wir schon gelesen, oder? Meine Tochter ist gerade verreist und ich muss gestehen, dass ich die täglichen Anforderungen nicht alleine bewältigen kann. Vor allem, da ich in letzter Zeit nicht gut schlafen konnte. Sobald sie zurück ist, wird das Geschäft wieder geöffnet. Du wirst der Erste sein, den ich benachrichtige. Ich hoffe, dass es mir bis dahin besser geht. Bitte grüße deine Familie von mir. Hochachtungsvoll, Isaac Färber. Ah, dann, wenn wir das schon gelesen haben, dann wäre er ja nicht mehr hier. Hallo? Los, hau die Tür auf. Los geht's. Klopf, klopf, wer ist da? Oh, was ist das da? Hier gibt es nichts Interessantes, außer dieser Plattenspieler. Okay. Hier liegt noch ein Zettel. Das Gerüst kommt hierher. Das ist doch der Balkon. Oh.
Oh, halt, 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 halt. Gerüst aufbauen, Außenseite lackieren, was Lecks reparieren, lose Ziegel befestigen, alte Rohre überprüfen. Okay. Ja, horchen mal an die Tür. Yo, Pizzas, yo, ich komm jetzt nein. Natürlich ist es zu. What? Mrs. Husher? Ah ja. Oh ja, stimmt doch. Natürlich, hier steht was im Weg. Warte mal, war das hier gewesen? Das Gerüst? Alles Gute zum Jahrestag, ja, ja. Aber hat er nicht vorhin von einem Gerüst geredet? Ja, Bruder, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ha! Hä? Was ist das denn? Will ich wissen. Da toll. Wie soll ich denn das machen? Okay. Ein paar Kissen, Obst, bla bla bla. Und hier ist noch ein Scheinwerfer, oder? Hey, hier war doch gerade noch was. Oder? Okay, es ist ziemlich lang. Perfekt, um Schweinerippen vom Grill zu holen. Okay, ich frage mich jetzt gerade nur nicht. Ich frage mich gerade nur, was könnte ich jetzt damit machen? Aber ich muss das doch irgendwie jetzt hinkriegen, hier diese scheiß Tür aufzukriegen. Also, Leute, wir sind ja ganz schlau. Wir sind so schlau. Yo, 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 yo. Ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll, aber es wurscht. Wir horchen erstmal in die Tür. Oh, ich hätte schon gelacht, wenn es jetzt zu wäre. Das ist seltsam. Die Fotos sind in schwarz-weiß, aber das ist Husher mit seiner Frau und seinen Kindern. Sie können nicht älter sein als ein paar Jahre. Ja. Oh, oh, oh. Ein kleiner goldener Schlüssel an einem runden Schlüsselbund. Was steht denn hier dran? Husher. Moment, da steht der Name auf dem Schlüssel. Husher! What the heck you are going on?
So. Ich würde sagen, diese Schlüssel öffnet wahrscheinlich den Bereich für das Hauptpersonal. Vielleicht eine Seitentür in die Villa. Bruder, ey, wann ihr das. Ey, das ist ja Wahnsinn. Was ist denn das da? Alter, ist das eine Bude? Leck mir am Arsch. Ich krieg Angst. Ey, was ist denn das da? Was? Was zum Teufel ist das für ein riesiges Ding? Hä? Was soll denn das für ein Ding sein? Ach du, ich tue jetzt die Tür ein. Oh, doch nicht. Es ist wieder eine Toilette. Damn, it reeks in here. Nicht das Zahnpasta. Ach du Scheiße. Nein! Bis dann, Leute. Wie es weitergeht? Ja. Das ist ein Geheimnis. Aber wir finden es in der nächsten Folge heraus. Also, danke fürs Zuschauen, Leute. Wir haben es ein bisschen verkackt. Schreibt bitte jetzt unter das Video, wen von diesen Leuten wir jetzt nehmen sollen. Sollen wir Sophie von denen nehmen? Oder vielleicht auch Alina Ramos? Oder eventuell auch den Alkoholiker Alexander Laskin? Womöglich einen von diesen drei Leuten. Wäre noch zur Auswahl, sagt mir Bescheid, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht ein kostenloses Abo da zu lassen, um keine weiteren Videos von mir zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis dann. Tschüss.